Gut, dann begrüße ich Sie zu unserem heutigen Webinar zum Thema MediBalance Pro. Ich möchte Sie in dieses System bestmöglich einführen. Es ist ein System, mit dem Sie Gleichgewicht intelligent technisch gestützt messen und trainieren können. Auch da die Bitte, jederzeit Fragen, die Sie haben, im Chat zu platzieren, damit ich sie Ihnen bestmöglich beantworten kann. MediBalance Pro ist aktuell in der Version 1.1 erhältlich, ist hier über den Desktop bequem zu starten. Doppelklick öffnet das Programm und überprüft in diesem Zuge auch, ob tatsächlich das System vorhanden ist. Es findet dann eine Nullpunktkalibrierung statt und ich starte noch unsere Webcam hier, die parallel auch unsere Platte hier für Sie anzeigt. Ich kriege Hinweise, dass der Sound gelegentlich ein bisschen unterbrochen ist. Ich hoffe, dass das nur kurz an einer zu heiß gewordenen Leitung liegen mag. Hier haben Sie jetzt auf jeden Fall die Webcam-Darstellung der Plattform, die hier zu meiner Linken vorhanden ist und die eben jetzt schon jegliche Bewegung auf dem Bildschirm auch entsprechend abbildet. So, jetzt starten wir also die automatische Kalibrierung, die immer dann kommt, wenn Sie das Programm starten. Hier oben sehen Sie, wie die Kalibrierung fortschreitet, dauert immer so runde 8 Sekunden und danach ist das System einsatzbereit. Alle Fenster im MediBalance Pro können Sie frei verschieben von der Größe her, können auch hier die Schnellstartleiste anpassen, damit Sie die Symbole entsprechend größer zu sehen haben und haben hier auf der rechten Seite die vier Symbole, die für die Testung und deren Auswertung bedeutsam sind. Per Doppelklick oben auf die Leiste passt sich das Fenster automatisch in den freien Bereich an, haben Sie eben gerade gesehen. Und wenn ich jetzt eine Messung durchführen will, dann ist der erste wichtige Schritt zu sagen, für wen. Darum gehe ich hier auf Klient wählen. Doppelklicke wieder darauf, damit es sich bestmöglich anpasst hier und sage neu. Hier kann ich jetzt meinen Klienten neu eingeben. Der Einfachheit halber arbeite ich mit meinen Daten. Dann haben wir auch mit dem Datenschutz da keine Probleme. Gebe auch wieder die vier relevanten Daten, nämlich Nachname, Vorname, Geburtsdatum und Geschlecht ein. Kann jetzt noch, wenn ich ein eigenes System habe, hier eigene zugewiesene ID für den Klienten hinterlegen. Ich kann, aber muss nicht die Straßenanschrift und den Ort angeben. Wichtig ist noch die Größe des Klienten und sein Gewicht zu hinterlegen. Das haben wir jetzt hier mal gemacht. Haben Sie ganz neue Erkenntnisse über mich gewinnen können. Und ich sage einmal OK. So, jetzt ist dieser Klient nicht nur hier in der Klienten-Manager-Struktur angelegt, sondern auch gleich der aktive Klient, was Sie ganz oben in der oberen Menüzeile sehen. Sie können dieses Fenster jetzt entweder minimieren, dann landet es hier unten, oder es einfach über das rote X schließen, weil wir jetzt die Klientenanlage aktuell nicht mehr benötigen. Der nächste Schritt besteht dann darin, die Messung zu starten. Wir gehen also erstmal nur durch den Messablauf hindurch. Ich klicke auf Messung starten für diesen Klienten und habe jetzt automatisch das Standardskript über vier Stufen mit dabei, was eine Messung mit Augen auf, Augen zu und dann noch einmal mit dazugehörigem Kissen beinhaltet. Und ich stelle gerade fest, dass mir meine Kollegen noch schnell ein entsprechendes Kissen bescheren dürfen. Ich hoffe, dass Sie das gerade live noch über das Webinar mitbekommen und mir freundlicherweise noch ein Erics-Kissen für die Messungen 3 und 4 hier in den Aufnahmeraum bescheren mögen. Wir fangen erstmal mit den ersten beiden Messungen an. Die Instruktionen kommen immer gleich live hier für die entsprechend unterweisende Kraft auf den Bildschirm, sodass man auch da eine direkte Hilfe aus dem Programm hat. Bitte stellen Sie sich unbeschuht mittig auf die Messplatte. Bewegen Sie Ihre Füße so lange, Dankeschön für das Kissen, bis der rote Kontrollpunkt mittig im Fadenkreuz steht. Drücken Sie OK, um die Messung zu starten. So. Das machen wir dann auch entsprechend. Das Kissen soll jetzt noch nicht mit auf die Platte, wir nehmen es nochmal herunter. Ich stelle mich also jetzt im unbeschuhten Fuß, vorzugsweise mit Socken, auf das Board und schaue, ob jetzt der Messpunkt in der Mitte ist. Dabei ist es ganz wichtig, dass der Proband jetzt nicht
sich so lange hin und her schief stellt, bis das Ganze mittig ist, sondern dass er wirklich sich mittig hier drauf stellt und mit den Füßen nach vorne rutscht, bis er das Ganze richtig positioniert hat. So, wenn das der Fall ist, drücken Sie auf OK. Es gibt dann einen Countdown über 5 Sekunden. Der Patient guckt dabei nicht auf die Plattform. Normalerweise ist dann auch keine Darstellung hier, keine grafische, falls der Patient ihn doch Einsicht nehmen kann, sodass Sie hier jetzt eine der möglichen Darstellungsformen, wenn Sie den Bildschirm nur für sich haben, von mir mal dargeboten bekommen, nämlich die Dichteverteilung, wie zentriert steht mein Klient. Nur das soll er eben nicht als Feedback während der Messung haben, weil das sonst das Messergebnis verfälschen könnte. Alternativ zu der Dichtedarstellung könnten Sie auch ein Liniendiagramm haben, das kann ich Ihnen dann nachher nochmal zeigen. So, würde mein Klient sich jetzt an dem Gestell, das wir jetzt hier für Sie nicht mit abgebildet haben, festgehalten haben, bei mir war das jetzt nicht so nötig, aber es gibt natürlich ein Sicherungsgestell, das wir als Faltgestell drumherum positionieren, dann würden Sie da den Haken entsprechend setzen an der Stelle im Text und damit eine andere Bewertung im System auslösen, weil jemand, der sich festhält bei der Messung, natürlich standunsicherer ist als jemand, der das nicht machen muss. Wichtig ist, dass tatsächlich die Arme baumeln. Viele Leute verschränken die Arme vorne oder hinten. Das ist nicht gewollt, sondern wir wollen klassisches Baumeln haben. Und jetzt machen wir die nächste Messung. Die Instruktionen konnten Sie hier wieder auf dem Bildschirm lesen. Wieder mittig unbeschult auf der Plattform stehen, dass der rote Kreis in der Mitte ist. Dann geht die Messung mit Countdown los. Und zum Ende des Countdowns spätestens sollte der Klient seine Augen geschlossen haben. Das mache ich jetzt auch tatsächlich mal. Und jetzt sehen wir, inwieweit eben bei geschlossenen Augen mehr Bewegung stattfindet als bei geöffneten Augen. Im Regelfall sollte das nicht der Fall sein, sondern es sollten ziemlich ähnliche Ergebnisse mit Augen auf und Augen zu stattfinden. Jetzt muss ich gleich mal linsen, weil irgendwann die Messung ja auch zu Ende sein muss. Da war ich ein bisschen früh dran. Und jetzt ist sie auch tatsächlich zu Ende. Und jetzt ist der Schritt gekommen, wo wir wieder Notizen hinterlegen könnten. Einmal von der Plattform heruntersteigen, das Airex-Kissen hier überhaupt positionieren. Dabei auch Sorge tragen, dass der Patient wirklich sicher, gerade wenn wir über standunsichere Patienten sprechen, auf vom Board heruntersteigt und wieder umsichtig aufsteigt. Es ist übrigens auch angezeigt bei Patienten mit Schwindelproblematik, mit Sturzproblematik, die ganze Zeit hinter dem Patienten zu stehen, um ihn gegebenenfalls mit aufzufangen. So, das Stehen auf dem Kissen ohne Schuhe ist für sich genommen schon ein bisschen mit Wipperei verbunden. Auch hier gilt es wieder, den richtigen Stand zu finden, die Instruktion wieder für den Klienten mittig zu stehen, Kreis im Fadenkreuz und dann mit geöffneten Augen diese Messung zu wiederholen. Und da merkt man schon, dass man so in so ein Grundwippen hierbei kommt und damit gegebenenfalls eben etwas mehr Bewegung auslöst. Wobei interessanterweise es durchaus auch Klienten gibt, die bei Messung 2:3, sogar bei der 3 ein bisschen weniger Bewegung aufweisen. Meistens sind 2 und 3 relativ ähnlich vom Ergebnis. Im einen Fall bei Messung 2 schließen wir das visuelle System von der Gleichgewichtsleistung aus. In Messung 3 destabilisieren wir jetzt das somatosensorische System, also das der Körpereigenwahrnehmung. Und in der Messung 4 kombinieren wir das jetzt, indem wir nur noch das vestibuläre System am Start haben und der Klient schließt eben jetzt für diese Messung die Augen. Und das machen wir jetzt hier auch einmal. Und da merkt man dann schon, dass da einfach ein bisschen mehr Bewegung stattfindet. Und man hat so als Patient oder als Anwender, auch wenn Sie es selber ausprobieren, das Gefühl, unglaublich über die Plattform zu torkeln. Ich nehme aber an, dass sich auch hier meine Bewegungen in Grenzen halten, aber eben schon auch wippend für mich sehr klar spürbar sind. Und man kann das ja schon dann auch sehen, ob das eine axiale Bewegung nach vorne oder hinten ist oder ob eben der Patient sehr stark torkelt, sprich auch Links-Rechts-Bewegung macht, was dann mehr Indiz für eine Standunsicherheit ist. Und jetzt muss ich wieder linsen, glaube ich, langsam. Ja, wir sind durch, sodass ich jetzt den Patienten vom Board bitten kann, in diesem Fall selber abgestiegen bin, auf Fortfahren klicke und die Nachricht erhalte, dass das Ganze jetzt automatisch für mich gespeichert worden ist. So, und damit kann ich jetzt den Schritt 3 hier durchführen, nämlich das Ganze schnell zu drucken. Dann kann ich meinem Patienten das schon in die Hand geben. Das macht dann ja meistens die Helferin
und gegebenenfalls schon ein paar Hinweise zu dem Ergebnis für den Patienten geben. Die eigentliche Bewertung dann, wenn wir jetzt über HNO-Nutzung beispielsweise sprechen, macht dann der Facharzt. Oder wenn Sie eben selber als Therapeut das ganze System beispielsweise nutzen oder auch im sportwissenschaftlichen Bereich, wo es auch Einzug findet, dann machen Sie das natürlich autonom selbst auch ja mit anderen Fragestellungen. So, jetzt habe ich das über Statistik anzeigen direkt geöffnet, die gesamte Auswertung. Ich kriege jetzt hier also einmal die eigentlichen grafischen Messungen, nämlich Augen auf, Augen zu. Und wenn Sie da genau hinschauen, dann stellen Sie fest, dass die schon sehr, sehr ähnlich sind. Wir auch einen relativ hohen Zoom-Faktor hier haben, was dafür spricht, dass so ganz viel Bewegung da nicht stattgefunden hat. Und wenn wir das Ganze mit Kissen betrachten, dann sind auch da die Unterschiede nicht so riesig groß. Es ist ein bisschen mehr in die Breite gegangen mit dem Kissen. Und bei Augen zu dann zusätzlich haben wir eben auch eine schöne axiale Bewegung, ein bisschen mehr. Und kommen jetzt zu den weiteren Einschätzungen auf der rechten Seite. Okay. Und zwar haben wir hier einmal die Bewertung der Schwankung über die vier Stufen, die der Geschwindigkeit und auch die der jeweils zugrunde gelegten Fläche. Und darüber hinaus habe ich dann hier meinen Schwankungsradius abgebildet und eine Einschätzung des Sturzrisikos sowie den eigentlichen Romberg-Quotienten, der die überschriebene Fläche mit Augen zu durch die überschriebene Fläche mit sodass der Wert typischerweise, da die Unterschiede zwischen beiden Messungen nicht sehr groß sein sollten, im Bereich jenseits von 1 etwas größer als 1 sein sollten, also 1,1, 1,2 bis vielleicht rauf auf 1,8, 2,0. Das sind so typische Wertebereiche, die da noch vorstellbar sind. So, hier gucken wir uns das erstmal an. In der Schwankung sehen wir, dass wir bei 4, 6, 5 und 12 mm sind. Das sind sehr geringe Werte, die hier entsprechend zu verzeichnen sind, so sehen Sie dann auch, dass im Schwankungsradius hier wir überall uns im grünen Bereich bewegen. In der vierten Messung ist natürlich die Schwankung vom Radius her immer größer, deshalb ein anderer Normbereich. Und dass auch die Geschwindigkeit hier tatsächlich in der Messung 2 sogar noch ein bisschen geringer war als in der Messung 1, in der Messung 3 dann höher und in der Messung 4 dann auch erwartungsgemäß höher, weil einfach eine höhere Instabilität durch das Kissen herbeigeführt worden ist. Das gleiche finden wir dann auch wieder in der Fläche, die beschrieben ist. 3, 4, 5 und 20 Quadratzentimeter. Ich habe jüngst eine Messung wieder gemacht mit jemandem, der tatsächlich einen Hirntumor hatte und deshalb also hohe Sturzproblematik auch aufweist. Da waren die Werte oberhalb von 300 Quadratzentimeter. Das heißt, eine ganz andere Art des Ergebnisses. Ganz wichtig ist mir, zu der Stufung hier zu sagen, sobald wir hier also irgendwo in den gelben oder roten Bereich kommen, ist das also ein Hinweis auf Auffälligkeiten, große Sprünge hier, zum Beispiel Unterschiede um Faktor 10 oder Faktor 8 wären hier deutliche Auffälligkeiten bei Geschwindigkeit und Fläche. Und die Einschätzung des Sturzrisikos ist bitte nicht als die Summe aller Ergebnisse, sondern als ein Parameter zu verstehen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass jemand hier ein geringes Sturzrisiko hat, aber hier deutlich auffällige Werte hat. Und umgekehrt kann es auch sein, dass jemand hier ein hohes Sturzrisiko ausgewiesen bekommt, aber ansonsten eben sehr unauffällige Werte hat. Wenn jemand zum Beispiel sehr, sehr starr steht, dann kann das zwei Ursachen haben. Entweder er ist eingefroren und versucht zu kompensieren, das erkennt das System, oder es ist aber jemand, der das exzellent kann, was wir vor allem im Sportbereich immer mal wieder haben, der so gerade steht, dass das als Einfrieren interpretiert wird und dann hier zu einer erhöhten Einschätzung des Sturzrisikos führt. Das sind also erstmal so die Parameter, die Ihnen hier in der Grundauswertung zur Verfügung stehen und die automatisch auf Knopfdruck dann auch ausgewiesen werden. Wenn wir das Fenster jetzt noch ein klein bisschen aufzaubern, dann sehen wir sogar, dass es noch einen zweiten Romberg-Quotienten gibt, der dann auf die Messung mit Kissen sich bezieht. Da wird der Wert immer höher, weil der Sprung zwischen der Messung mit geschlossenen Augen und geöffneten Augen hier einfach sehr viel größer ist. Unauffällig sind hier Werte, dafür gibt es aber auch ein fertiges Dokument, bis etwa 5 Werte. Bei Patienten können durchaus mit einer Sturzproblematik auf 10 oder 12 hinaufgehen bei Romberg-Quotient 2. Noch einmal, jeder dieser Parameter ist ein Indikator. Wichtig ist, dass Sie hier eine Gesamtbetrachtung der Messergebnisse vornehmen und schauen, wie weit ist denn da eine Problematik beim Klienten auch gegeben. Hier sieht man zum Beispiel, wenn wir nochmal genauer schauen, dass Sie hier doch sehr zentrisch bin, mit so einer ganz leichten Abweichung nach links, die sich auch hier wiederfindet. Da wir hier jetzt über einen ganz kleinen Zoom-Faktor reden und ich tatsächlich weiß, dass da keine echte Problematik besteht,
können wir das vernachlässigen. Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel jemanden haben, der sehr deutlich nach links oder rechts abweicht, dann sollten Sie da nochmal gründlich anamnestisch klären, was könnten die Ursachen hierfür sein. Und eine mögliche Ursache kann eben zum Beispiel darin bestehen, dass irgendwo eine Verletzung und dadurch bedingt eine Schwundhaltung beim Patienten entstanden ist. Das sieht man dann hier eben auch relativ deutlich. Und das kann zum Beispiel dann wieder Ursache für Schmerzsymptomatiken sein, die man auf diesem Wege identifizieren und für den Patienten auf einen Lösungsweg bringen kann. Auch unterschiedliche Beinlängen können eine Ursache dafür sein. Auch das haben wir wiederholt bei Patienten gehabt. Und das lässt sich dann eben auch nochmal nachrecherchieren, wenn eben keine andere Erklärung für Auffälligkeiten da ist. So, ansonsten von der Auswertung her, wenn Sie jemanden haben sollten, der bei geschlossenen Augen deutlich besser ist als bei geöffneten Augen, dann ist das ein Hinweis darauf, dass im Sehbereich eine Problematik besteht und dann schicken wir zu der entsprechenden Fakultät weiter, um einfach nochmal das Sehen systematisch abklären zu lassen. Denn durch den Wegfall einer Modalität, nämlich einer der drei Parameter für sicheres Gleichgewicht, nämlich das vestibuläre, das visuelle und das somatosensorische System, wenn einer dieser Parameter wegfällt, sollte das System dadurch nicht besser werden. Wenn das so ist, dann ist das ein Hinweis auf eine Auffälligkeit in der jeweiligen Modalität. So, ich kann jetzt hier auch den Zoom-Faktor gegebenenfalls noch verändern. Wenn ich das also näher betrachten möchte, mehr reinzoomen möchte oder rauszoomen möchte, kann ich das hierüber abbilden. Dann sehe ich also noch genauer, wie jetzt das Bewegungsmuster gewesen ist, wobei das System eben automatisch den idealen Zoom-Zustand, dass man möglichst optimal Bewegungsmuster sehen kann, auch hier darbietet. So, wenn ich damit zufrieden bin, mein Patient hat seinen Ausdruck bekommen, schließe ich das hier und kann dann auch das eigentliche Messfenster gegebenenfalls schließen. Hier nochmal unter den Optionen habe ich die Möglichkeit, statt einer Dichteverteilung auch eine Liniendarstellung mehr anzeigen zu lassen oder eben zu sagen, ich möchte kein visuelles Feedback, das ist dann für die nächste Messung relevant. Aber hier kann ich also dann tatsächlich zwischen Dichteverteilung und Linie schauen und daraus natürlich etwas unterschiedliche Aussagen bekommen. In den Skripten habe ich neben der klassischen Vier-Stufen-Messung auch noch die Möglichkeit, das Ganze mit einer Instruktion für Kopf nach links oben und Kopf nach rechts oben gedreht umzubilden. Ich zeige das also nochmal, hier auch nochmal gerade in meiner Webcam dafür. Das heißt, normalerweise guckt der Patient in die Distanz, sollte möglichst ein Fixationspunkt irgendwo ganz grob für ihn im Wandbereich vorhanden sein, aber keiner, an dem er sich zu sehr festhalten kann. Einfach eine grobe Orientierung, beispielsweise in Form eines Bildes. Und dann macht man eben Messungen nochmal zusätzlich, indem der Kopf so nach leicht hinten links oder hinten rechts gedreht wird und dafür das gleiche Protokoll nochmal hindurch, weil das ein atypischer Stand ist und hier die kompensatorischen Fähigkeiten von Patienten häufig reduziert werden. Okay, dann würde ich jetzt gerne mit Ihnen in das zweite Modul überwechseln, welches das eigentliche Auswertemodul ist. Im Auswertemodul stehen Ihnen dann nochmal die Einzelmessung und die Gesamtmessung zur Verfügung. Hier ist jetzt also mein Klient von heute, darunter die Messskripte, die für diesen Klienten entstanden sind, genau eins vom heutigen Tag, vier Stufenmessung, Standard, keine der besonderen Messungen. Und jetzt mache ich hier nochmal mein Plus auf und in dem Moment, wo ich auf diese Sitzung klicke, macht er mir auch nochmal die Messung auf. Wenn ich das vermeiden will, haben Sie ihn gerade gesehen, dann kann ich hierüber mir die Einzelmessungen auch angucken und in diese differenziert hineingehen. Also wenn ich möchte, dass mir das Ganze nochmal komplett geöffnet wird, Doppelklick darauf, dann öffnet sich das, was wir eben schon einmal betrachtet haben. Will ich das nicht, mache ich einmal das Plus auf und gehe dann in die einzelne Sitzung, die ich mir angucken möchte. Meistens ist ja die vierte die interessanteste, weil sie natürlich die schwerste ist. Und dann kann ich für diese Messung nochmal sehr viel mehr an Daten mir anschauen. Indem ich da jetzt doppelklicke, kriege ich dieses Fenster. Und im Standard sind da die verschiedenen Messwerte aufgefüllt, von der Fläche, die überschrieben ist, wie viele Messpunkte es gegeben hat, wie die Empfindlichkeit der Platte eingestellt worden ist, welche Messdauer wir hatten und auch welche Weglängen und beschrieben worden sind. Also sehr viele statistisch relevante Daten. Und ich sehe hier dann auch nochmal, wie die eigentliche Bewegung ist und Sie sehen, dass es trotz der Bewegungsintensität, die ein bisschen größer geworden ist, eben eine schöne kontrollierte axiale Bewegung von jemandem, der hoffentlich hinreichend standsicher ist.
So, dann kann ich als nächstes mir das Ganze auch als Dichteverteilung darstellen lassen. Da sehe ich hier, da gibt es schon die eine oder andere Bewegung. Man kann immer noch hier einen gewissen Helligkeitspunkt erkennen. Über eine Veränderung des Zooms kann ich das besser oder weniger gut angezeigt bekommen. Ich gehe jetzt also eine etwas gröbere Darstellung mal und stelle dann fest, aha, der Mittelpunkt ist hier und dann einen zusätzlichen kleinen Mittelpunkt hier vorne. So, dann kann ich aber auch in den Schwankungsverlauf gehen. Dafür ist es allerdings sinnvoll, wenn ich andere Parameter herausnehme, damit ich hier tatsächlich eben auch bestmöglich diesen Schwankungsverlauf ausgeworfen bekomme. Was man hier sehr schön sehen kann, ist, wenn zum Beispiel eine Steigerung zum Ende in der Bewegungsintensität da ist. Man sieht hier schon so einen gewissen Grad an Schwankungen, ist aber alles nochmal mit kleineren Spitzen versehen. Hier mal eine besonders hohe Spitze, aber alles eben noch in einem sehr überschaubaren Bereich und kein Zuwachs dieser Thematik zum Ende hin. Was man sonst eben häufig sieht, ist, dass hier so ein Zuwachs in der Bewegungsintensität da ist, während die Patienten eben es häufig hier schaffen, noch relativ stabil zu sein, vielleicht mal mit kleinen Steigerungen, geht es dann häufig zum Ende hin in deutlich größere Bewegungsintensität. So, jetzt hoffe ich ganz doll, dass das, was ich jetzt hier gemalt habe, auch wieder gelöscht bekomme. Das hat funktioniert. Und so habe ich darüber also nochmal eine schöne zusätzliche Darstellungsmöglichkeit für meine Klienten, um ihnen auch zu zeigen, dass sich mit der Zeit verändert, dass 30 Sekunden eben doch vielleicht zu lang sind. So, ich habe dann noch die Möglichkeit, mir auch den Schwankungsverlauf genauer zu betrachten. Auch da nehme ich, damit Sie es besonders gut sehen können, die übrigen Parameter hinaus. Und hier sehe ich sehr schön, wie eben so das Grundraster ist. Axiale Bewegung, hier die maximale Bewegung rein, raus. Kann hier den Zoom-Faktor nochmal ein bisschen anpassen, dass ich das Bestmögliche auch sehen kann. Und stelle fest, okay, wir sind ein klein bisschen links vorne neben der Achse, aber wirklich eben nominal. Hier ist der rote zentrische Punkt. Die maximale Schwankung nach links, rechts, vorne, der Radius, der jeweils erzielt worden ist. Und das Ganze kann ich dann, wenn ich mir die Zahlenwerte daneben lege, auch nochmal in Beziehung setzen. Und solange das sehr nah hier an meinem Fadenkreuz dran ist, sehe ich eben, dass das eine ziemlich gesunde, nicht pathologische Bewegung ist. Bei Patienten mit einer hohen Schwindelproblematik sehen Sie häufig eben eine sehr undifferenzierte, breite Bewegung über den Bildschirm, die deutlich machen, dass man eben nicht mehr wirklich in Kontrolle ist. Und dann nochmal der Hinweis, es ist wichtig, bei solchen Patienten wirklich hinter dem Patienten zu stehen. Vorne ist das Gestell zum Festhalten, hinten sind Sie, um nochmal zu stützen und Sicherheit zu vermitteln. So, all diese Parameter kann ich auch gebündelt anzeigen lassen, sodass ich also die gesamte Sitzung hier dargestellt habe, inklusive etwaige Notizen, die ich gemacht habe. Und das kann ich selbstverständlich dann auch in Ausdruck bringen, mit einer kompletten Erläuterung, alle Zahlenwerte mit dabei. Hier die Seite 2 mit den entsprechenden grafischen Auswertungen, sodass ich hierüber also meinem Klient nochmal eine sehr viel ausführlichere Darstellung für sich bekommen kann. Gut, das vielleicht erstmal so zur Kernfunktionalität, die Ihnen im Auswertemodul zur Verfügung steht und wo Sie sehr schön natürlich dann auch später, wenn wir welche haben, die Einzelübungen des Klienten sich anschauen können und auch etwaige Einzelmessungen, die Sie mit dem Messmodul auch machen können. Statt also einer Standardmessung haben Sie auch die Möglichkeit, eine Einzelmessung zu vollziehen, was auch fürs Training dann durchaus wieder spannend ist. Werde ich Ihnen gleich zeigen. So, gehen wir in das Therapiemodul, nachdem wir jetzt also auch dieses hier soweit komplett Auswertemodul und Messmodul hinter uns haben. Man muss sie nicht schließen, ich mache das jetzt nur der Übersichtlichkeit halber. Und wir gehen ins Therapiemodul. So, da ist es. Hier habe ich jetzt wieder die Möglichkeit für mich zu entscheiden, welche Übungen ich für meinen Klienten an den Start bringen möchte. Mache unser Fenster hier nochmal ein bisschen größer, damit Sie es besonders gut sehen können. Und habe insgesamt hier im klassischen 12 Übungen zur Verfügung und ganz neu haben wir jetzt zwei weitere optionale Übungen geschaffen, Sammle Süßes, die es als Add-on für das MediBalance Pro auch jetzt ganz aktuell neu gibt. Fangen wir aber erstmal bei den klassischen Übungen an. Die Struktur in diesem Bereich besteht darin, dass ich einmal die Übung auswählen kann und hier Übungen
Übungseinstellungen zur jeweiligen Übung vornehmen kann. Beide Reiter sind also bedeutsam. Wir gehen die einfach mal systematisch eine nach der anderen durch. Bereiche treffen bietet Ihnen ist eine statische erste einfache Übung, die wir im Regelfall dann auch erstmal ohne das Kissen für den Probanden durchführen. Als erhöhten Schwierigkeitsgrad kann man es dann natürlich auch mit Kissen durchführen. Unter den Übungseinstellungen habe ich verschiedene Optionen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte meinen Patienten jetzt 3 Stunden das machen lassen. Das wäre vielleicht ein bisschen viel im Regelfall. Aber zum Beispiel zu sagen, ich möchte nach 2 Minuten fertig sein. Oder wenn mein Proband es geschafft hat, 50 Punkte zu erzielen. Mal sehen, was er schneller schafft. Ich kann zwischen Schwierigkeitsgraden leicht, mittel, schwer oder benutzerdefiniert in jeder der Übungen wählen. Da sind bestimmte Standards vordefiniert. Wir nehmen mal mittel. Ich kann definieren, ob ich Sound dabei haben möchte. Dann gibt es ein jeweiliges Ping dazu, wenn mein Klient erfolgreich gearbeitet hat. Also ein akustisches Feedback, dass er gut war. Besonders schön und wichtig bei dieser Übung ist Gleichgewicht zentrieren. Da muss ich nämlich, wo ich jeweils einmal in einen Sektor mich hineinbewege, werden Sie gleich sehen, immer auch wieder zurück an die Stelle, wo der rote Punkt jetzt ruht, nämlich ins Zentrum. Und damit konditioniere ich den Patienten sehr genau darauf, hier ist Mitte, hier ist normal Null und schaffe wieder eine gewisse Sicherheit, ein Verständnis für Gleichgewicht. So, den kann ich unterschiedlich groß machen. Wir probieren das mal mit der Größe 2 und kann auch sagen, soll er gleich da wieder hin, soll das zufällig gesteuert sein, soll er erst 2, 3, 4 Mal in einen entsprechenden Sektor hineingehen und soll er inneren, mittleren oder äußeren Ring abbilden und ganz wichtig, wie lange soll der Klient in dem jeweiligen Sektor drin bleiben, was den Schwierigkeitsgrad dramatisch erhöht. Das kann man erstmal mit kurzen Zeiten machen, später mit längeren Zeiten und die Übung würden wir dann auch einfach mal starten. Ich gehe vorher noch einmal direkt auf die Platte, stelle mich auch da wieder mittig hin. Je enger die Füße übrigens beieinander sind, umso schwerer ist das Ganze. Ich würde immer empfehlen, möglichst in die passende Fußgröße hineinzurutschen. Das ist dann die fairste und patientengeeignetste Variante. So, ich starte das Ganze jetzt mal. Und jetzt sehen Sie, bin ich repräsentiert durch diesen kleinen roten Punkt. Und wenn ich jetzt da nur so durchhusche, dann bringt es das nicht, sondern ich muss tatsächlich zielgerichtet da reingehen und drinnen bleiben. Und dann gehe ich wieder in den Mittelpunkt, gehe wieder in den Sektor, gehe wieder zurück ins Zentrum, lehne mich weit genug zurück. Und das Ganze muss ich eben so machen, dass ich nicht wild schaukle und auch nicht das Ganze über Hüftbewegungen löse, sondern dass das wirklich durch ein reines Verlagern des Gleichgewichts auf den jeweiligen Fuß ist. Das heißt, es ist ein bisschen so, als hätte der Patient einen Besenstiel verschluckt. Die Arme sollten seitlich baumeln. Und er soll durch reines Verlagern seines Gleichgewichts das Ganze steuern. Und das Ganze kann man eben auch auf Tempo machen. Wir sehen links die Punkte, die anwachsen, wir sehen rechts die Zeit. Und entweder wäre jetzt diese Übung eben nach 2 Minuten zu Ende, oder aber wenn ich dann in der Zeit vorher genügend Punkte sammle, im Moment spielt die Zeit dagegen mich, weil ich jetzt eigentlich mindestens 25 Punkte haben müsste, um das Ganze über Zeit zu lösen. Denn 50 Punkte in 2 Minuten erklären sich dann von alleine. Sie merken, dass ich jetzt versuche, mal ein bisschen aufzuholen, um zu zeigen, dass man hier diesen Punkte-über-Zeit-Ratio, der übrigens auch mit erfasst wird als Bewertungskriterium, auch tatsächlich benutzen kann. So, wenn ich jetzt also gleich die 50-Punkte-Marke erreichen sollte, das ist, wenn Sie parallel dazu auch noch erzählen, ein bisschen anspruchsvoller tatsächlich, dann würde die Übung automatisch enden, ansonsten endet sie eben nach den 2 Minuten, die wir auch schon fast erreicht haben. Das ist immer spannend, was wird schneller sein, die Zeit oder ich. So ein bisschen wissen will ich es jetzt ja. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, dass das für einen Patienten, der das eben nicht gut kontrollieren kann, erstmal durch eine ganz, ganz anspruchsvolle Übung war, wobei hier die Sektoren groß waren, und die Abstände sich eben noch in Grenzen hielten. Ich zeige Ihnen mal, wie das bei schwer dann zum Beispiel auch aussehen kann, wenn wir hier an den Start gehen. Da sind dann die Abstände nochmal deutlich größer, es wird bis ganz nach außen geführt und ich habe eben auch zahlreiche weitere Einstellungen, mit denen ich den Schwernisgrad zum Beispiel über eine höhere Verweildauer nach oben treiben kann. Gut, das wäre erstmal der Einstieg in die Übung 1 und ich würde jetzt einfach mal systematisch durch die weiteren Übungen hindurchführen. Fangen wir einfach mal mit der Übung Nummer 2 an, die auch eine statische Übung ist. Auch hier gehen wir wieder in die Einstellungen
kann jetzt hier wieder die Begrenzung einstellen, lass das einfach mal und einen Schwierigkeitsgrad definieren, nehmen wir den bei Mittel, nehmen wir wieder das Gleichgewicht zu zentrieren, da werden Sie gleich merken, dass die Kreisgröße relativ hoch ist. Ich kann auch noch sagen, ob das Ganze sich drehen soll als Kreis und ob es eine Verweildauer geben soll oder nicht und starte jetzt das Ganze. So, jetzt haben Sie hier mittelgroße Kreise und müssen jetzt eben in diesen jeweiligen Kreis hineingehen und darüber dann auch konsequent Punkte sammeln. So, das habe ich jetzt einfach mal durch Handauflegen demonstriert. Als Gegenstück, wenn ich jetzt mal in die Leichtvariante gehe, nur dass Sie mal sehen, was dann eben der Unterschied dazu ist, da sind die Kreise dann sehr, sehr groß, also auch für Patienten, die da große Schwierigkeiten haben, recht gut zu bewältigen, um überhaupt erstmal eine Motivationslage herbeizuführen. Und dann kann ich nach und nach eben sehen, wie sich der Schwernisgrad verändert und wie die Probanden dann besser und besser in ihrer Performance sind. So, diese beiden Übungen sind aus unserer Sicht ziemlich einfach, für Patienten mit Schwindelproblematik tatsächlich schon häufig eine Herausforderung. Wichtig ist, dass Sie über das Leichtmittel schwer immer gut dosieren können, was ist für welchen Patienten geeignet. So, dieses ist jetzt schon eine der anspruchsvolleren Übungen. Ich nehme auch da mal Mittel, weil Sie jetzt von einer statischen in eine dynamische Aufgabe kommen. Und zwar ist hier die Aufgabe, den roten Punkt in den Kreis hineinzubringen und dann in dem Kreis mitzulaufen. Das ist jetzt natürlich von Hand gar nicht zu leisten, sondern ich steige nochmal auf die Platte und versuche das darüber mal abzubilden. Gehe jetzt in den Kreis und wandere mit dem Kreis bestmöglich mit. Und Sie merken, da bin ich gerade rausgerutscht. Und wenn ich dann jetzt meine 10 Punkte gleich habe, dann springt er einen Kreis weiter nach außen. Ich muss das wieder finden. Ich könnte ihm jetzt sogar beibringen, dass er die Richtung noch wechselt als Erschwernisgrad. Und wenn ich jetzt hier meine nächsten 10 Punkte habe, dann rutscht er wieder zurück und ich muss mich wieder neu finden. Und woran denkt ein Patient jetzt die ganze Zeit gerade nicht mehr, während er sich emsig bemüht, in diesem Kreis drin zu bleiben, dass er umfallen könnte? Das heißt, wir schaffen damit wieder die Voraussetzung für eine Automatisierung von Gleichgewichtsverhalten. Wie gesagt, auch hier die Möglichkeiten, leicht, mittel, schwer, sehr differenziert abzubilden. Die Möglichkeit, im Uhrzeigersinn oder nicht im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn das Ganze darzustellen, soll das Ganze, wie viele Punkte sollen tatsächlich eben gemacht worden sein, bis das Ganze wieder springt. Und so gibt es also eine ganze Reihe von weiteren Parametern, die ich hier nach und nach einstellen kann. Ach ja, das Drehen gegen den Uhrzeigersinn, im Uhrzeigersinn, ob er die Richtung wechseln soll, wie schnell das Ganze sein soll. Das kann also schon sehr sportlich, aber auch eben sehr, sehr langsam sein. Dies wäre jetzt zum Beispiel mit Langsamkeit, ohne Richtungswechsel, Drehen im Uhrzeigersinn schon sehr entspannt und sähe dann ungefähr so aus. Solch einem Tempo kann dann auch häufig jemand, der hier eine Problematik hat, gut folgen. So, ich stoppe das Ganze wieder und gehe in raschen Schritten zu Übung Nummer 4. Die bisherigen Übungen sind ja optisch ein bisschen schlicht gehalten, jetzt kommen wir ein bisschen mehr in optisch spannendere Übungen. Im Regelfall macht der Proband 2 bis 3 Minuten Übungen und das macht er über 10 bis 15 Minuten, sodass er darüber dann gut repräsentiert ist und dann aber auch hinreichend gefordert worden ist. So, hier gilt es, die Bälle zu fangen und es ist eine reine Links-Rechts-Übung. Das heißt, ich muss nur das Gleichgewicht nach links oder nach rechts verlagern. Der Proband ist repräsentiert durch den Korb unten, muss die Bälle fangen. Für jeden Ball, den er fängt, gibt es einen Punkt. Und wenn die an ihm vorbeirauschen, gibt es eben keinen Punkt dafür. Das ist jetzt eine sehr langsame Darbietung, eine schnellere Variante. Wenn ich jetzt auf das Level schwer mal springe, sehe dann beispielsweise so aus. Da schießen die Bälle dann schon sehr flott einem um die Ohren. Und hier gilt es dann auch wieder durch Links-Rechts-Bewegung möglichst viel. So, auch hier habe ich wieder vielfältige Möglichkeiten. Ich kann auch bei Probanden, die das partout nicht schaffen, das Spielfeld einschränken. Der zum Beispiel vielleicht einfach nur eine kleinere Bewegung so schafft. Dem gebe ich das dann mit Einstellung Mittel mal an den Start. Und plötzlich sehen Sie, dass Sie hier eine Begrenzung der Fläche haben. Und damit
können die Bälle eben nicht mehr so weit nach außen oder links, rechts, außen gehen und der Proband hat es viel leichter, sie zu fangen. Gehen wir zu Übung Nummer 5. Das ist das gute alte Pong im Mantel von Tennis. Sie haben übrigens, das habe ich eingangs nicht erwähnt, zu jeder Übung hier eine kurze Erklärung, worum es geht. In diesem Fall durch Verlagerung des Gleichgewichts nach vorne hinten wird der linke Tennisschläger gesteuert. Ziel der Übung ist es zu verhindern, dass Bälle vom Schläger durchgelassen werden. Durch geschicktes Anspielen ist es möglich, den Abschlagswinkel des Balles zu verändern und es so für den Computergegner auf der rechten Seite schwerer zu machen. So, das gucken wir uns auch da mal an. Leicht, mittel, schwer. Gehen wir mal auf mittel, weil leicht tatsächlich für uns ziemlich langsam ist. Hier ist jetzt eine reine Axialbewegung vorne hinten gefordert. Ich steige nochmal auf die Platte und kann jetzt also durch auf die Zehenspitzen oder eben nach hinten gehen, das Ganze steuern. Schlage den Schläger jetzt, bewege den Schläger so, dass der gelbe Ball möglichst am Gegenspieler vorbeikommt, aber er war noch schnell genug, hat ihn noch erwischt. Jetzt habe ich ihn nochmal versucht, nach oben zu schlenzen. Mal sehen, ob er den noch kriegt. Ja, kriegt er leider auch noch. Jetzt mal sehen, ob mir... Ich kann auch immer den Griff des Schlägers schlagen, wie Sie hier gesehen haben. Und scheine aber im Moment nicht so das Glück zu haben, meinen Gegenspieler hier zu erwischen. So, der spielt hier noch live durch die Zuschauer. Und ich kriege ihn jetzt hier einmal um die Ohren gehauen. So, jetzt habe ich aber meinen Gegenpunkt erzielt und kann an der Stelle schnell unterbrechen, bevor das Ganze noch in eine Punkteniederlage für mich ausartet. So, ich kann die Geschwindigkeit hier, wie gesagt, auch sehr, sehr hoch einstellen. Auch hier kann ich wieder die Spielfeldgröße verändern. Die Güte des Computergegenspielers, wie gut und schnell der ist, kann ich hier adaptieren, sodass eben auch hinreichend viele Erfolgsmomente für unsere Teilnehmer stattfinden und kann dann zu den nächsten Übungen überwechseln. Diese hier war eine, wo wir uns nicht sicher waren, wie sie ankommen würde. Der blaue Ritter verteidigt die holde Prinzessin vor den herannahenden roten Raubrittern und dabei schubsen sie die roten Ritter klangvoll mit Schwerterklang von dannen. Und auch da kann ich die Übungseinstellungen also hinreichend komplex machen. Man hört dann tatsächlich auch den Schwerterklang und ja, fangen einfach mal an, wie sich das Ganze dann darstellt. Da sehen Sie in voller Pracht die holde Maid und den blauen Ritter, der zu ihrer Rettung da ist. Und jetzt kommen gleich aus allen möglichen Richtungen die bösen Roten und die waren jetzt so schnell, dass sie den Zwischenzustand des erschüttert Guckens der jungen Dame gar nicht gesehen haben, weil ich mich nicht ordentlich aufs Board gestellt habe, sondern dass sie gerade ein klein bisschen manipuliere. Und wenn genügend rote Ritter sie erwischt haben, dann endet die Übung automatisch. Und weil das jetzt eben mit den vielen Rittern sehr anspruchsvoll gewesen ist, kann ich das Ganze dann auch nochmal in leichter Fasson darbieten. Auch dazu gilt es dann wieder auf dem Board zu stehen. Man kann hier auf allen Wegen gehen. Und wenn jetzt hier der böse rote Ritter naht, dann schubse ich den einmal zur Seite und kann so natürlich die holde Maid die ganze Zeit glücklich dort im Zentrum des Bildes bestehen lassen. Sie merken, auch hier gilt es durch Verlagerung, aber diesmal durch etwas gewillkürtere, schnellere Bewegungen, den blauen Ritter an die richtige Stelle zu bringen, dass er auch tatsächlich dann den Schubseffekt hinbekommt und damit eben die Prinzessin auch schützen kann. Und woran denkt der Patient wiederum nicht? Ans Umfang. Und auch für eine differenziertere Koordination für Menschen, die prinzipiell ein gutes Gleichgewicht haben, ist das hier eine sehr intensive Übung, die eben auch sehr schwer eingestellt werden kann. Wie gesagt, auf diesem Niveau für gesunde Probanden unspektakulär, aber es gibt ja auch immer noch schwer und benutzerdefiniert. Das kommt erstaunlich gut auch bei älteren Probanden an. Da haben wir inzwischen eine sichere Erkenntnis aus dem Alltag. So, nicht nur für die Herren der Schöpfung, hier die Möglichkeit des Autorennens findet häufig gute Akzeptanz.
Sie sind repräsentiert durch einen Sportwagen, einen roten, der dann über die Lande fährt. Ich habe jetzt mal schwer hier gewählt als Darstellungsform. Wir gucken uns das mal an. Das hier ist jetzt also schon sehr serpentinenartig. Sie lehnen sich nach vorne. Durch das nach vorne lehnen fährt das Auto los. Und je mehr sie es schaffen, auf der Straße zu bleiben, umso mehr fährt das Auto dann auch tatsächlich schnell. Und wenn Sie jetzt eben über die Grasnarbe fahren, so wie ich jetzt, dann geht es nicht wirklich voran. Offroad ist für so einen Sportwagen eben nicht das Mittel der Wahl. Wenn Sie es dagegen schaffen, eben dieser Kurvenlage gut zu folgen, dann geht das auch flott voneinander und es gibt richtig schön viele Punkte links oben, was dann für Sie richtig erfolgreich ist. Sie merken, ich stehe jetzt sogar schon auf den Zehenspitzen, um hier maximales Tempo zu kriegen. Das muss natürlich nicht sein. So, das ist jetzt sozusagen schon sehr, sehr anspruchsvoll, auch tatsächlich fordernd. Und nein, es gibt keinen Gegenverkehr in dieser Übung. Wenn ich das Ganze jetzt für Probanden mit entsprechend Einschränkungen umsetzen will, dann kann das auch deutlich leichter sein. Ich nehme mal den mittleren Wert hier. Da ist die Straße schon deutlich breiter, wie Sie merken, und die Kurvenlage wesentlich entspannter. Aber ein bisschen Kurve ist eben immer noch mit dabei. Und wenn das noch zu schwer ist, dann kann ich eben hier auch nochmal in leicht wechseln. Und Sie merken, das ist ein Klick und schon habe ich den Schwierigkeitsgrad so verändert, dass mein Proband das wirklich sicher beherrschen kann. Ich muss es immer so machen, dass er es leisten kann und ihn dabei noch ein bisschen fordern. Das ist immer die Messlatte, in der wir uns bewegen. So, dann gehen wir noch zügig durch das Pendant, nämlich das Skifahren hindurch. Das ist letztendlich ein ähnliches Setting. Sie lehnen sich nach vorne, um zu fahren, sehen dann ein bisschen Landschaft an ihnen vorbeigleiten, sollten eben in der Spur bleiben, die jetzt hier sehr breit ist. Sind sie nicht in der Spur, dann wird es sehr langsam und es gibt eben ganz wenig Punkte. Wenn sie sich nicht nach vorne lehnen, dann fährt es eben auch nicht so richtig voran, sondern nur ganz, ganz langsam. Einstellungen sind identisch mit denen vom Autorennen, aber es ist aber nochmal eine andere Optik, eine andere Art der Darstellung, etwas adaptiertes Spiel mit Schneesound, den Sie dazu einspielen können, mit der Möglichkeit, wenn Sie irgendwo gegenfahren, dass dann es dafür Punkteabzüge respektive Spielende gibt. Alle solchen kleinen Features sind damit enthalten. So, für diejenigen, denen Reinigkeit wichtig ist, haben wir auch tatsächlich die Übung Rohre reinigen. Wir werden zum Kanalarbeiter und sollen dort sehr schnell die Dinge einsammeln, die sich da in so einem Kanal eben gerne anfinden. In der Leichtvariante ist der Kanalarbeiter groß und der Kanal sehr klein. Und dann gilt es hier, die kleinen Gefährten oder die Papierknüllchen oder auch die Flaschen, die da sich mal anfinden, einzusammeln durch entsprechende Bewegung dort hinüber. Und dabei gilt es eben nicht in die Wand zu laufen, weil auch die Zeit, die man in der Wand verbringt, und was einem natürlich blaue Flecken dann beschert, tatsächlich gewertet wird und am Ende auch mit ausgeworfen wird. Wie viel Zeit der Gesamtmessdauer waren Sie in der Wand, wie viel Zeit haben Sie in dem zur Verfügung stehenden Raum tatsächlich kontrolliert zugebracht. Wenn das Ganze zu sehr zumüllt, weil Sie nichts mehr einsammeln, dann hört die Übung irgendwann auf. Und wie gesagt, normalerweise natürlich nicht so, wie ich das jetzt hier darstelle, sondern mit echtem Stehen auf dem Board. So, und vom Schwernisgrad kann ich das natürlich auch einstellen, aber es gibt auch das Ganze als X-Darstellung. Und das ist tatsächlich deutlich, deutlich schwerer. Hier nehme ich mal einen mittleren Schwierigkeitsgrad. Warum ist das schwerer? Weil wir vorne, hinten, links, rechts Bewegungen gewohnt sind, aber eine nicht axiale Bewegung, wo ich jetzt tatsächlich mich nach vorne rechts verlagern muss oder wahlweise nach hinten links, um die Dinge einzusammeln, das ist eben deutlich schwerer, eine andere koordinative Leistung, die erstmal bewältigt werden muss. Und wenn ich das jetzt auch ganz schwer mache, dann ist der Weg noch deutlich kleiner, die Geschwindigkeit, mit der die Gegenstände dort auflaufen, deutlich höher. Und damit ist das dann schon sehr, sehr schwer zu bewältigen. Das heißt, diese Übung gibt es einmal als X und einmal als Pluszeichen. Und Ähnliches finden Sie dann nochmal in der Übung des Straßenpolizisten, wo es darum geht, die Autos, die hier erscheinen, nacheinander auf den Weg zu bringen. Dazu schubsen Sie sie an und sagen, fahr mal los. Auch hier gilt es nicht, auf den Bürgersteig zu gehen, sondern eben auf der Straße zu sein. Und wenn Sie jetzt Autos ineinander crashen lassen, dann ist das nicht im Sinne des Erfinders. Das kann man auch tatsächlich Autokollision hier anklicken. Und dann passiert Folgendes. Ein kleines Gimmick. Gibt dann allerdings auch keine Punkte dafür. Ich warte mal, bis meine Autos hier an den Start kommen.
Die würden ja noch miteinander gut fahren. So, da ist jetzt das nächste Auto. Den schubse ich jetzt mal an. Und gleichzeitig schubse ich mal wieder Problem den an. Die crashen und da gibt es keine Punkte dafür, was ein bisschen schade wäre. Deshalb wollen wir die eben immer so anschieben, dass tatsächlich die Autos eben nicht miteinander kollidieren und wir für jedes Auto, das den Saal erfolgreich verlässt, auch einen Punkt bekommen. Da war es wieder die Kollision. So funktioniert das Ganze. Da schicken wir den gleich hinterher. Den können wir auch schon mal anschicken. Den jetzt auch. Und so kommen wir in einen wunderschönen koordinativen Prozess, wo wir vermeiden sollten, dass die Autos wie eben miteinander kollidieren. Und auch da ist der Proband, der hiermit trainiert, so damit beschäftigt, die Autos durch die Gegend zu schieben, dass er ganz vergisst, dass er ja eigentlich standunsicher ist. Auch diese Übung gibt es dann als X statt als Plus. Sieht dann im Ergebnis so aus und bietet dann eben auch auf unterschiedlichen Schwernisgraden unterschiedliche Anforderungen. So, und ganz neu haben wir jetzt noch mit in den Übungen, diese als optionale Übungen, zwei echte Spiele, die auch mit unterschiedlichen Schwernisgraden unterwegs sind. Da ist ein kleiner Marshmallow, der ganz viele Schokolinsen in seiner Süßigkeitenwelt einzusammeln hat, sammle Süßes. Und den wollen wir uns dann auch einfach mal angucken. Die Schwernisgrade stellen Sie eigentlich klassisch im Programm selber ein, können Sie aber auch hier vorgeben und damit dann gleich in die entsprechende Levelauswahl kommen. Ich sage jetzt mal Start. Dann wird diese Übung gestartet und Sie merken schon, dass es entsprechend animiert. Und jetzt sind Sie also durch diesen kleinen Avatar repräsentiert und das hier ist jetzt in diesem Fall eine Laufübung. Wir versuchen mal nicht abzustürzen, so wie ich jetzt, sondern versuchen tatsächlich hier an dem Block vorbei bis zur Schokolinse zu gelangen. Und da muss man schon, ups, die Schokolinse habe ich verpasst, rückwärts geht nicht, sondern es ist ein reines Laufspiel mit Vorwärtslaufen. Die Löcher sollten wir vermeiden und eben versuchen, so viele der Schokolinsen wie nur möglich zu erwischen, ohne irgendwo herunterzufallen. Und wenn wir das gut erfolgreich machen, dann gibt es irgendwo am Ende einen großen Lichtfahrstuhl am Ende des Tunnels hier. Und wenn wir den erreicht haben, dann kommen wir darüber aufs nächste Level. Das hat also schon einen hohen spielerischen Charakter, den wir hier ganz bewusst geschaffen haben. Ich habe wieder einen verpasst. Wenn Sie jetzt unten zwischendrin mal abstürzen, dann ist es nicht ganz so schlimm, weil er Sie dann nicht wieder ganz ans Ende setzt, sondern an der Stelle neu starten lässt, wo Sie eben abgestürzt sind. Sie merken, diese mittleren Level, die sind schon ziemlich lang. Und wenn man nebenbei redet, verpasst man tatsächlich auch die eine oder andere Schokolinse, erzählt dann, wie viele Linsen Sie effektiv bekommen haben. Müssen sich dann eben auch hier an diesen vielen Hindernissen im Level leicht, gibt es die so nicht, vorbei bewegen. Ja, und Sie merken, das ist jetzt schon hier ganz spektakulär, wobei die Gesamttrainingsdauer jetzt wahrscheinlich nur noch unter 2 Minuten sein dürfte. Aber ich denke, wir können es dann damit auch einfach mal sein lassen. Ich stürze jetzt hier noch einmal herunter, Chaka. Ich hatte so gehofft, dass ich noch bis ans Ende meiner Laufleistung komme. Vielleicht ist das das Ende, dann kann ich nämlich auch einmal den Level-Sprung zeigen. Wenn dem nicht so sein sollte, dann höre ich jetzt an dieser Stelle auf. Ne, wir kommen hier noch nicht ans Ende. Dann mache ich an dieser Stelle Zäsur. Kann jetzt neue Start oder beenden oder Level-Auswahl machen. Es gibt also eine umfassende Level-Auswahl hier, wo ich dann eben zwischen einfachen Übungen, mittleren Übungen und schweren Übungen wechseln kann und ich kann neu starten oder beenden. In diesem Fall beende ich jetzt die Übung und gehe noch in die letzte Variante, die auch Sammelsüßes ist, aber diesmal mit Übungen, mit speziellen Aufgaben. Das heißt, es geht nicht nach vorne zu laufen und damit diesen primären Aspekt des nach vorne sich Bewegens abzubilden, sondern hier geht es jetzt darum, mit dieser Figur sich zu drehen, sich anzuschauen, wo ist was und dann tatsächlich eben die Linsen, die hier über den Spielplan verteilt sind, zu finden. Dazu muss man dann wissen, wann bewege ich mich nach vorne. Das sind kleine weiße Knöpfe, auf die ich hinaufgehe. Wenn ich da draufklicke, haben Sie jetzt gesehen, ist rechts die Schokolinse überhaupt erstmal erschienen. Und
Das ist schon eine ziemlich koordinative Leistung, jetzt hier die Figur so zu drehen von der Kameraführung, dass man dann auch alle Aspekte gut, alle Schokolinsen sammelt und sich im Spielprogramm dann auch adäquat bewegt. Und da gibt es eben eine bestimmte Anzahl an Linsen, wenn man die soweit erwischt hat, Steine gerückt hat, durch die Gegend geschoben hat und vieles mehr, dann kommt man auch hier wieder zu einem neuen Level mit neuen weiterführenden Aufgaben. Das waren jetzt ein paar Beispiele dessen, was hier möglich ist. Da geht noch ganz viel mehr, aber das können Sie dann in Ruhe einmal selbst ausprobieren. Ich schließe dann hier diese Übung. Damit haben wir alle Übungen, die prinzipiell hier zur Verfügung stehen, einmal beleuchtet, auch die prinzipielle Bedienung der Übungseinstellungen miteinander betrachtet. Und dann kann ich jetzt hier diesen Part wieder schließen und einmal schauen, ob es Ihrerseits weitere Fragen geben mag. Gibt es Fragen zur weiteren Benutzung oder zum Einsatz von Medibalance Providing? Gut, dann wünsche ich Ihnen einen richtig schönen und nicht zu heißen Feierabend und ja, sage bis zum nächsten Mal.